Hallo zusammen. Ihr seht, ein neues Küchengerät ist eingezogen. Sehr zur Freude meines kleinen Rotzlöffels. Der wollte schon immer eine Heißluftfritteuse haben, damit er nicht immer für ein Pizzabaguette oder um irgendwas aufzuwärmen den Backofen anschmeißen muss. Finde ich gut. Aber das Rezept, das tolle Rezept, was ich euch jetzt zeige, das geht natürlich auch im Backofen. Und wie man sieht, hat die Kusori nicht nur viel Platz, sondern auch zwei Heizelemente. Die Idee dahinter ist natürlich die bessere Wärmeverteilung. Für uns gibt es jetzt gleich einen ganz einfachen, leckeren Lachs. Das sind 360 Gramm Stücke. Dazu gibt es Bandnudeln mit Möhren. Den Grund erfahrt ihr gleich. Ein einfaches Buttersüßchen. Und ein richtig leckeres, buntes Gremolata. Wer es nicht kennt, wird es gleich kennenlernen. Mit so einem Gremolata könnt ihr sogar ein Leberwurstbrot aufpimpen und auf Sternenniveau heben. Ich fange mal mit den Vorbereitungen an. Ich mache mir jetzt mit dem Spargelschäler Bandnudeln von der Möhre. Die Kusori ist umgezogen, da wo sie ihren Platz bekommt. Und für das ganze Rezept brauche ich jetzt eine runde Knoblauchzehe oder halt eben zwei bis drei normale. Und für die Marinade, für den Lachs, der Lachs soll ja ein bisschen marinieren, brauche ich jetzt eine halbe. Ich habe jetzt hier ein bisschen Olivenöl. Da rein kommt schwarzer Pfeffer, ein bisschen Salz und die halbe Knoblauchzehe. So. Und weil ich es gerade habe, nehme ich das andere Fach und schneide mir die in Scheiben, weil die brauche ich gleich auch noch für das Gremolata. Und weil ich den Saft der Zitrone brauche, schneide ich mir mit dem Spargelschäler ein paar dünne Scheiben von der Zitrone runter, unbehandelt natürlich. Das reicht auch schon. Und der Saft von einer halben Zitrone kommt jetzt hier zur Marinade und dann einmal umrühren. Im Eisschrank hatte ich noch ein bisschen Petersilie, kommt auch noch dazu. Und dann nehmt euch einen Pinsel, weil ihr müsst das sowieso, das Fleisch einstreichen. Rührt das rum und dann direkt auf den Lachs. Wenn ihr das auf dem Teller macht, das läuft auch darunter. Das darf jetzt mal so eine halbe Stunde hier stehen. Ich weiß ja, dass einige den Radicchio nicht mögen, weil er bitter ist. Aber ich brauche so ein paar Blätter für die Farbe. Sieht halt einfach toll aus. Das reicht auch schon. Und dann brauche ich ein bisschen von meiner Chili. Auch nicht viel. Und die Tomaten halbiere ich mir und hole das Weiche raus. Ich brauche dann nur das Fruchtfleisch. Von der Zitrone möchte ich so wenig weiß wie möglich haben, weil das halt auch bitter ist. Das wird da jetzt nicht auffallen, aber sicher ist sicher. So, dann habe ich jetzt hier die Zitronen, ein bisschen Chili, den Knoblauch, die paar Tomaten, ein paar Frühlingszwiebeln, Petersilie, ein bisschen Thymian und ein bisschen Schnittlauch habe ich mal reingeholt. Und das muss ich jetzt ein bisschen kleiner schneiden. Der Thymian ist getrocknet, den ziehe ich hier so ein bisschen ab. Das wird ja auch gleich nochmal gehackt. Das Wasser für die Nudeln habe ich schon mal angemacht. Und jetzt kann ich anfangen, schon mal klein zu hacken. Dann bin ich soweit vorbereitet. Alles ganz klein hacken. Könnt ihr euch noch an die
erste Generation Heißluftfritteusen erinnern. Also die ersten Airfryer. Wie laut die waren. Ich war total erstaunt, wie leise die Kusori war, als ich die das erste Mal angemacht habe. So, fertig. Ihr könnt euch vorstellen, wie lecker frisch das ist, ne? So, ich habe alles vorbereitet. Und wie gesagt, jetzt stellt euch das leckere Gremolata auf einem Leberwurstbrot vor. Krass. So, jetzt zeige ich euch mal, wie groß die ist und das Knusperblech. 6,4 Liter und da passt ein Hähnchen rein. Hier hat es so Gumminoppen. Gummifüße heißt das laut der Beschreibung. Da könnt ihr das dann einstellen oder auf zwei Etagen was machen. Ich lasse meins jetzt so. Und da kommt jetzt mein Lachs rein. Ihr seht, da würde deutlich mehr reinpassen. So 6 Stück wahrscheinlich. Der Lachs ist auch schon schön mariniert. So, dann rein mit dem Lachs. Ich habe hier ein Brettchen drunter gelegt. Ich stelle den Airfryer auf 170 Grad. 10 Minuten lasse ich, weil so 10 bis 12 Minuten braucht der Lachs. Und dann kann es schon losgehen. Und wie ihr wahrscheinlich hört, ist das ziemlich leise. Es gibt vorgefertigte Programme, die kann man auch benutzen. Oder halt separat Temperatur und Zeit wählen, ganz normal. Und wenn ihr euch erinnern könnt, die erste Generation, die war halt wesentlich lauter. Mein Nudelwasser kocht schon, die Bandnudeln kommen zuerst rein. Hier natürlich ohne Deckel. Und dann brauche ich noch ein Töpfchen für das Süßchen. Und für die Soße gebe ich jetzt hier einfach ein bisschen Butter in den Topf und lasse das warm werden. Ein Rezeptheft gibt es übrigens auch zum Airfryer. Und hier wollte ich mal reingucken. Aha. Bei den Bandnudeln sind 4 Minuten rum. Ich gebe hier die Möhren dazu. Zur warmen Butter habe ich jetzt Pfeffer und Salz gegeben. Der Lachs braucht noch 2 Minuten. Die Nudeln so 3 oder 4. Die andere Hälfte der Zitrone presse ich mir in die Butter und gebe noch ein bisschen von dem Cremolata da rein. So, nicht viel. Da ist ordentlich Geschmack jetzt in der Butter. Der Lachs ist fertig, die Nudeln kann ich mir abgießen. Und die Möhren. Da habe ich mir einen Topf gespart fürs Beilagengemüse. Der Lachs kommt. Schön, ne? Bandnudeln mit Möhrchen können auf die Teller. Ich habe gerade in der Kamera gesehen, wie toll das dampft. Schön, ne? Und wie toll das aussieht hier mit den Möhrchen. So, der Lachs aufs Nudelbett. Dann bekommen beide oben drüber ein bisschen von der leckeren Butter. Man kann auch einfach Olivenöl nehmen, das ist auch cool. Jetzt garniere ich das oben drauf mit der leckeren Cremolata, die erstens sehr schön bunt ist und zweitens schön fruchtig, frisch. Cool, ne? Lachs auf Bandnudeln mit Möhrchen, mit einer Butter-Zitronensoße mit Cremolata. Ganz lecker, sieht toll aus. Ich glaube, das kann man öfters machen. Die andere Portion, die muss ich später machen. Ich kann ja jetzt warm halten. Wenn ihr euch für den Airfryer interessiert, der Link ist unter dem Video in der Infobox, könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht. Macht's gerne mal nach. Bis dahin, Thomas.